So, das Ganze versuchen wir jetzt gleich nochmal. Wir haben Einfrieren noch nicht probiert. Auch wenn das nicht wirklich viel Sinn macht, ein Versuch ist es wert. Hier schnappen wir uns ganz schnell den Schlüssel. So. Und hier kamen die gleich. Jo. Da sind ihre komischen Wolken. Und einfrieren. Klappt nicht. Ja, wäre auch komisch gewesen. So. Jetzt deponieren wir uns mal hier bei der Treppe. Und warum kommt die Schlange von da hinten? Au. Oh. Und scheinbar ist der Geist hier in der Wand. Können wir ihn da verletzen? Wir sehen keine Blutstropfen. Ja, bringt so nichts. Wieder runter, kurz hoch regenerieren. Dann gucken wir mal, ob die obere Etage resettet wird oder ob die Gegner da bleiben, wo sie sind. Weil dann könnten wir ein Problem haben, wenn die Geister nämlich alle beim Eingang hocken. Aber schauen wir einfach mal. Ja, der Geist ist am Eingang. Aber es ist nur... Ich wollte gerade sagen, aber es ist nur einer. Der zweite hat sich gleich dazu gesellt. Oh, Paulsen kriegt richtig schnell einen auf den Deckel. Vielleicht sollten wir die Rüstung doch mal ein bisschen ausbalancieren. Dass nicht Axel die beste hat und er die zweitschlechteste und er die drittschlechteste. Sondern eher, dass alle einen einigermaßen gleich hohen Wert haben. Bringen den einen Geist hier um. Und ich bin versucht, bei Carter zwei Nahkampfwaffen zu geben. Aber ich glaube, die hatten wir schon verkauft. Ne? So, ha, ein Geist tot. Sehr schön. Dich erledigen wir auch noch und dann geht's wieder schlafen. Und wir haben bisher noch keine Ressourcen verbraucht. Also wenn die Geister nicht respawnen sollten, dann sind wir schon einen großen Schritt voran. Und wenn sie doch respawnen, haben wir echt ein Problem. Denn wenn zwei Geister uns schon so lange aufhalten und so viel Mana kosten, dann will ich nicht wissen, wie viele hier in der Etage noch kommen. So, schlafen. Wir können gleich mal gucken. Wir gehen jetzt... wieder in diesen langen Gang, wo wir zuerst mal die Geister gesehen haben und gucken, ob da gleich wieder zwei Geister auf uns losgehen. So, das speichern wir gleich mal ab, diesen riesen Erfolg. LP 28, ja. Und schauen wir mal. Also, kein Geist am Eingang. Keine zwei Geister hier, dafür eine Schatztruhe und da war eine andere Art von Geist. Genau du. Du siehst mir anders aus, besagt ihr. Da verbraten wir noch mal eine Karte. Ast der Vergessenheit. Also vergessen heißt, beschwört irgendwelche Untoten, die richtig gut Schaden machen. Das merken wir uns doch mal, falls wir noch einen dafür finden. Jetzt haben wir noch einen Ast der Herrschaft. Das bewahren wir uns aber auf jeden Fall auf, bis zwei auf einem Platz stehen. Wusch. Ast der Herrschaft macht auch direkten Schaden. Auch auf eine ganze Gruppe. Ist auch schon mal gut zu wissen. Und wir haben jetzt schon 6 Geister insgesamt umgebracht. 4 Kronen. Das ist ja lächerlich. So. Oh, da war ein Schalter. Ah, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ich will aber nicht jetzt um... Oh, viel zu viele. Viel zu viele. Zurück zum Eingang, schlafen und dann gehen wir wieder hoch und so machen wir das immer wieder, so lange bis wir sehen, dass es einen Respawn gibt oder nicht. Und wenn es einen Respawn gibt, dann werde ich wahrscheinlich neu laden, weil wir die beiden Asse schon verballert haben. Das heißt, wenn es Respawn gibt, müssen wir gucken, wo genau wir überhaupt hin müssen. Also wo es hier in der Etage weitergeht, damit wir dann in einem Run ganz schnell hier durchflitzen können, ohne irgendwas zu töten, wenn möglich. Und dann ignorieren wir die Geister einfach. Ja, es werden langsam ein bisschen viele. Nächstes Ass. Ass der Unendlichkeit. Hat schon volle Zauberkraft. Ah, okay. Das stellt wohl Mana wieder her. So, kommt her, ihr doofen Geister. Ah,
Da nehmen wir doch mal eine Stufe 4. Zip. Und sobald Axel keine Mana mehr hat, benutzen wir bei ihm das Ass der Unendlichkeit. Alternativ könnte ich auch einfach nur einen Geist umbringen und dann gehen wir runter. Was wahrscheinlich mehr Sinn machen würde, als einfach sinnlos weitere Ressourcen zu verschwenden. Na komm. Ich will nur einen Toten. Oh oh. Okay, da hat meine Karte gerade zwei auf einmal erwischt. Drei. Komm. Auf ihn. Auf sich selbst. Oh, da sind noch zwei. Aber wir haben gerade gesehen, wir wurden von diesem Nebel getroffen von einem der Geister. Und es kam keine Schlange. Das heißt, der Nebelzauber macht einfach nur Schaden. Die Schlange kommt irgendwo anders her. Also ist irgendeine andere Fähigkeit. Entweder von diesen Rittergeistern oder diesen Zauberergeistern. So, tief durchatmen, hoch und die beiden umbringen. Die müssten hier noch abhängen. Genau, ihr beiden. Das ging schnell. Aber bisher sieht es ganz gut aus, dass es hier keinen Respawn gibt. Das macht die ganze Sache doch gleich wesentlich entspannter. Also ja, nicht wirklich entspannt, aber entspannter. So, ist noch irgendwo irgendwas in der Wand? Nee. Also sieht es glatt so aus, als hätten wir alle umgebracht. So, wo geht's weiter? Es geht nur da oben bei dem Knopf weiter. Klick. Hier ist eine Wand aufgegangen, aber da gehen wir noch nicht... Oh oh. Aber da gehen wir noch nicht lang, denn wir haben jetzt ein echtes Problem. Ich glaube, durch den Knopfdruck sind hier noch mehr Geister gespawnt. Irks, irks. Ja, nee, das wird wahrscheinlich nichts. So. Ast der Unendlichkeit. Wir kommen gar nicht zum Zuschlagen. So viel müssen wir hier heilen. Ja, nee. Das war nicht besonders schlau von mir. Das lasse ich gleich. Spiel laden. 28a. So. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt nochmal. Bringen jetzt wieder die beiden Geister um, die hier eigentlich noch rumstehen müssten. Ah ne, die haben wir auf diesem Speicherstand noch gar nicht umgebracht. Ja, ärgerlich. Na gut, wir bringen jetzt die vier Geister, die hier bei der Truhe rumgelungert haben, bringen wir jetzt um. Am besten auch ohne die Karten, obwohl das schwer werden könnte, wie man gerade sieht. Dann gehen wir wieder runter, schlafen wieder und so weiter. Und diesmal drücken wir nicht so schnell den Knopf wie beim letzten Mal. Denn ich habe den Verdacht, dass dadurch noch mehr Geister gekommen sind. Also wir drücken den Knopf erst, wenn alles tot ist. So. Komm, stirb jetzt. Wir würden gerne zur Treppe zurück. Die anderen Geister können wir auch ein andermal umbringen. Aber du stehst uns im Weg. So. Wie viele sind denn da noch? Zwei Rittergeister. Da können wir noch ein bisschen draufhauen. So können wir auch testen, ob die Lebenspunkte von denen abgespeichert werden. Das heißt, wenn wir die jetzt schon runterhauen, ob wir nach dem Schläfchen, wenn wir wieder hochkommen und sie angreifen, sie schneller umbringen können, als wenn wir sie jetzt nicht getroffen hätten. So. Schlange nervt echt. Komm. Oh oh. Okay, weg, 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 weg. Ja, das war zu knapp. Eine Heilung für Bakata. Eine Heilung für Pausen. Und jetzt schlafen wir hoffentlich durch, ohne von so einem gackernden Huhn geweckt zu werden. Ja, schaut gut aus. So, nochmal das Ganze. Zwei Rittergeister war... Oh, oh, vier Rittergeister.
Es könnte Respawn gewesen sein. Ich will es nicht herbeibeschwören. Aber das wäre dann echt die K.O.-Karte quasi für uns. So, dich bringen wir um. Danach geht's wieder runter. Anscheinend können die Geister nicht auf das Feld mit der Treppe. Oder sie werden da einfach nicht angezeigt. So, na komm. Nur den einen Geist hier, mehr wollen wir doch gar nicht. So, und runter. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist echt eine üble Ecke hier oben. Und wir wissen noch gar nicht, was wir wirklich hier oben brauchen. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir müssen irgendwo das Elixier herstellen. Das geht nur hier in dem Turm. Vielleicht hat es was mit der Büste zu tun, die wir hier unten gefunden haben. Altar de Blanca. Ja, es wäre naheliegend, dass wir es auf einem Altar alles zusammenmischen. Das heißt, wir werden da oben irgendwo den Kopf finden müssen von der Dame. Speichern wir mal kurz ab. 28b. Und hoffen, dass da oben jetzt nur drei Rittergeister sind. Bisher sind es nur zwei. Habe ich mich vorhin verguckt. Scheinen echt nur zwei zu sein. Na gut. Ah, Pausen. Oder der dritte ist links von uns in der Wand. Das könnte natürlich auch sein. Heil dich mal selbst. Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt gehabt. Haben wir den einen Geist jetzt umgebracht oder ist er weggegangen? Ich hoffe einfach mal, dass es umgebracht war. So, wir haben jetzt schon die Rittergeister bei der Truhe bekämpft. Wir haben den Vierertrupp, der in dieser kleinen Nische hier links war, da bekämpft. Also das waren zwei Ritter und zwei Zauberer. Das behalte ich jetzt mal so im Hinterkopf, um dann wirklich auch festzustellen, ob wir Respawn haben oder nicht. Denn es ist echt schwer zu sagen, da die Geister durch die Wand gehen können. Also vielleicht kommen sie einfach aus einem Bereich direkt daneben durch die Wand gehuscht. Wir wissen nicht, ob das jetzt Respawn ist oder einfach nur die Bewegung. Also von hier zum Beispiel. So, die zwei Geister von hier sind nicht da. Die vier Geister von hier sind auch nicht da. Die Truhe lasse ich jetzt mal in Ruhe, weil da sind eh nur vier Kronen und doofer Dolch drin. So, irgendwo Respawn durch den Knopfdruck. Nee, aber da drin sind Geister. Ja, da sind noch ein paar mehr. Es müssten eigentlich so vier oder fünf gewesen sein. Heilung. Das heißt, wir werden jetzt wohl ein, zwei Touren machen müssen, bis wir es hier oben freigeräumt haben. Und dann können wir mal gucken, was hinter dem von dem Knopf freigelegten Gang ist. Hoffentlich gleich die Büste. Aber irgendwie kommen da nicht mehr Geister. Das ist komisch. Also als wir letztens den Knopf gedrückt hatten, dann kamen echt 4, 5, 6 Geister auf einmal. So. Und Ruhe. Oh. Okay. Nicht ganz Ruhe. Aber nur ein Geist. Gut, wir haben jetzt zwei Geister bei der Truhe. Vier Geister in der Nische daneben. Und drei Geister hier hinter der einen Tür. Vier Geister hinter der einen Tür. Das kommt auch schon eher mit dem hin, was ich gesehen habe, bevor wir das eine Mal gestorben sind. So, schlafen. Wir haben zwar nicht allzu viel verloren, aber jedes bisschen zählt.
Jetzt überspeichern wir auch mal schnell den Speicherstand da. So. Bitte, bitte kein Respawn. Ne, keine Geister hier. Keine Geister da. Keine Geister hier. Zwei Geister hier, die gehören wohl aber auch hierher. Das heißt, hier in dem Bereich sind jetzt insgesamt 6 Geister. 4 haben wir schon umgebracht und 2 leben hier noch. Also, leben in Anführungszeichen. Oh, 7 Geister hier in dem Bereich. Bitte nicht noch mehr. Oh, Level up, sehr schön. So, wir sind bei 7 Geistern. 5 tot, 2 noch da. 8 Geister. 5 tot, noch 3 da. Ja, dann hat es wohl doch nichts mit dem Knopfdruck zu tun gehabt. Das war einfach nur schlechtes Timing letztes Mal. So, komm. Stipp, 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 stipp. So, 6 tot. Ah, wir hätten vielleicht in Eibel doch noch ein paar Heiltränke kaufen sollen. Ah, das war viel zu knapp. Kurz durchatmen. Wir könnten eine Karte verbrauchen, aber ich glaube, ich benutze lieber einen Bezelbecher. Und zwar für Axel. So, jetzt will ich den hier ganz schnell umbringen. Damit wir an den anderen Geistern vorbeihuschen können und so viel dazu. Okay, stirb. Lauf, 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 lauf. Na gut. Dann machen wir jetzt erstmal einen kurzen Cut und in der nächsten Folge versuchen wir den Rest umzubringen. Oh, weia. Also bis gleich.